Heute zu Gast Johannes Thiemann. Basketballer mit Leib und Seele, spielt mittlerweile in der 6. Saison bei Alba Berlin und hat diesen Sommer den Weltmeistertitel für Deutschland geholt. Aufgewachsen ist Johannes Thiemann in Oberfranken und ist mit einer Größe von 2,6 Meter wie für Basketball geschaffen. Bei TikTok erklärt er Rituale oder die eine oder andere Wurftechnik. Wenn der Pass kommt, dass ihr schon ready seid. Okay, dass ihr möglichst in der Position steht, in der ihr direkt werfen könnt. Der Ball kommt, zack, ihr könnt direkt werfen. Für einen guten Ausgleich fährt Johannes Thiemann gerne mit seiner Frau in den Urlaub oder gönnt sich ein Käffchen mit Freunden. Johannes Thiemanns ganz besondere Stärke: sich laut freuen, aber auch zurecht. Ja, oder da kann man nochmal herzlichen Glückwunsch sagen zu diesem tollen Titel Weltmeister. Im September habt ihr es geschafft, da war es dann soweit und wir wollen Ihnen gerne nochmal diesen Moment zeigen, voller Freude, wo so gejubelt wurde. Das war der Moment, da sehen wir es nochmal. Wie hast du dich da gefühlt? Das war ja auch ein bisschen unerwartet eigentlich. Ja, oder? Unglaublich. Also ich muss auch sagen, es war eine unglaubliche Freude, aber man hat es auch nicht so richtig realisiert. Also es hat auch alles so lange gedauert, bis es wirklich angekommen ist, dass man wirklich Weltmeister ist und dass man das sowas Großes geschafft hat. Aber in dem Moment war es einfach auch eine Erleichterung, weil dieses Spiel war trotzdem auch hinten raus eng. Und ja, ich glaube, so ein Erfolg, das wird man nicht vergessen. Jetzt ist es aber langsam angekommen, oder? Dass ihr wirklich zu Recht Weltmeister seid und dass auch zu Recht dann mehr Aufmerksamkeit mal auf dem Basketball in Deutschland liegt. Weil der Fokus ist ja dann doch, müssen wir zugeben, immer sehr fußballlastig bei uns. Du wärst fast Fußballer geworden als Junge, ne? Ja, also ob ich es dann geworden wäre, weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich mit Sport angefangen und dann im Fußball Fuß gefasst. Und habe dann erst mit 15 zum Basketball gefunden. Aber so kurz vor der Bayern-Auswahl, das klingt für mich schon nach ziemlich gut eigentlich, ne? Ja, ich denke schon, dass ich gut war auf jeden Fall. Aber dann irgendwann bin ich ein bisschen zu groß geworden. Und ich war immer im Mittelfeld und dann sollte ich in die Verteidigung. Und es hat mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich mich im Basketball einfach wohler gefühlt. Ja, wir sind glücklich, dass du die Entscheidung getroffen hast. Jetzt gibt es ja auch so natürlich totale Hardcore-Fans beim Basketball. Ich kenne jetzt eher die Fußballfans. Wie unterscheiden die sich bei euch? Also gibt es da auch Ultras wie beim Fußball? Oder wie würdest du die unterschiedliche Fanszene mal beschreiben? Das ist schwierig. Das ist schwierig zu beschreiben. Also ich glaube, Basketball hat mehr Familienfans, würde ich sagen. Das sieht man auch gerade schön auf den Bildern. Dass eben auch viele Kinder da sind. Das ist sehr familienfreundlich. Man hat weniger diese Hooligan-Kultur, zumindest in Deutschland. Wenn man jetzt nach Griechenland fährt oder Serbien, Belgrad, da hat man dann schon diese Hooligan-Fans, das was auch super Spaß macht, dann vor solchen Atmosphären zu spielen. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist die Fankultur wirklich sehr zivilisiert. Also ein Unterschied, der mir jetzt noch spontan einfällt zu den Fußballfans, ist, dass die Fußballfans so ein bisschen wetterfester sein müssen. Bei euch ist immer irgendwie schön trocken und schön warm. Aber Fußballfans müssen halt bei jedem Wetter in der Kurve stehen und drücken. Das müssen wir bei Johannes Thiemann nicht mehr. Erst nämlich Basketball-Weltmeister geworden mit der Nationalmannschaft. Wie hat sich das jetzt für dich so angefühlt? Deutschland ist ja nicht so ein klassisches Basketballland, eher Fußballland. Auf einmal schaut die ganze Welt jetzt auf Deutschland als Basketballland. Ja, das ist natürlich ein super Gefühl. Also ich glaube, Fußball steht ja auch irgendwo zu Recht irgendwo im Fokus hier in Deutschland. Das ist die Sportart von den Deutschen. Aber dass jetzt auch Basketball und andere Sportarten immer mehr in den Fokus rücken, ist sehr schön. Und man merkt das natürlich auch an der eigenen Person, dass einen so viele Leute darauf ansprechen, so viele Leute gratulieren, dass ich jetzt hier sein kann. Also es ist sehr schön zu sehen, dass der Basketball in Deutschland immer mehr wächst und immer einen größeren Stellenwert bekommt. Und da haben ja dann auch viele Leute dann doch geguckt, weil sie darauf aufmerksam wurden, oder geht ja vielleicht was im Basketball. Wirst du jetzt auch öfter dann plötzlich auf der Straße erkannt, dass die Leute sagen, Mensch, hier, der hat doch gewonnen, der war doch dabei. Ja, tatsächlich passiert das jetzt deutlich häufiger. Das war jetzt nach der EM letzten Jahr, als wir Bronze geholt haben, hat sich das schon vermehrt. Und jetzt gerade nach der Weltmeisterschaft kommen wirklich viele Leute auch auf der Straße auf mich zu und erkennen mich oder gratulieren. Also, wie gehst du damit um? Ist das so ungewohnt? Ist schön. Also ich sehe das als Ehre. Ich freue mich darüber. Und besonders, weil ich da auch den Leuten mal so ein bisschen was zurückgeben kann, mit einem Foto oder einem Autogramm oder irgendwie sowas. Die Leute freuen sich und deswegen ist es ein schönes Gefühl. Welche Rolle hast du bei der WM in deiner Mannschaft gespielt? Also was für ein Puzzleteil hast du sozusagen zu diesem Erfolg, zu diesem Sieg dann am Ende beigetragen?
Ich glaube, ich war so ein bisschen der Energizer von der Bank. Ich habe einfach versucht, dem Team gerade körperlich, physisch alles zu geben, hart zu spielen, hart zu verteidigen und in der Offensive natürlich auch irgendwo meine Akzente zu setzen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich gebracht habe, war die Energie. Ja, das haben wir eben schon am Anfang gesehen und dann auch die Freude. Dann kommt man auf einmal zurück von so einer WM. Das ist ja wirklich dann nur noch eine einzige Party, stelle ich mir vor. Wie wurdest du hier dann bei Alba, bei deinem Verein, in Empfang genommen? Ja, es haben schon einige Spieler auch und Fans natürlich am Flughafen gewartet, um da zu gratulieren, mich da zu empfangen. Aber dann auch das erste Heimspiel war mega, wirklich da alle Fans ausgerastet, Standing Ovation. Also ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt glaubt, Johannes Thiemann läuft da einfach ganz normal auf dem Platz, so sah das nicht aus. Wir haben mal einen kleinen Ausschnitt, wie das dann aussieht, wenn du einfach mal Weltmeister geworden bist. Die haben dir richtig einen roten Teppich da ausgerollt, ne? Ja, es war schon echt ein cooler Moment. Und die anderen, wie viele Nationalspieler sind bei Alba mit dabei gewesen oder von Alba? Also jetzt nur ich im Prinzip in der Nationalmannschaft, die Weltmeister geworden sind. Mhm. Luis Linde und Jonas Matisek, die waren noch beim Trainingscamp dabei, haben es aber leider nicht ins Team geschafft. Also Wahnsinn. Wir haben uns viele Bilder von dir angeguckt und dabei ist uns eine Geste aufgefallen. Ich mache sie mal nach. Es ist so fast die umgedrehte Merkel-Raute, aber es ist etwas Rundes. Das machst du ganz oft. Wir haben auch ein Foto jetzt hinter dir zu sehen. Was bedeutet das? Wenn bei uns jemand den 100. Punkt macht, dann muss derjenige Donuts mitbringen. Und dann zeigt man eben an, ja, Donuts. Also das sozusagen Kiste Bier, muss man sozusagen eine Lage Donuts bringen. Genau. Wie oft passiert denn das, dass ihr 100 Punkte schafft? Schon ab und zu. Also ich glaube, in der Bundesliga passiert das ja schon regelmäßig. Das ist natürlich nicht, hört der Athletiktrainer oder der Ernährungsberater nicht so gern, aber ab und zu muss man solche Späße auch machen. Der muss jetzt mal weghören, der Ernährungsberater, weil wir haben jetzt mal so Vorschusslorbeeren, quasi auch Donuts mitgebracht. Es sind noch nicht 100 Punkte. Vielen Dank, Gefallen. Du kannst dir gerne einen aussuchen. Ich glaube, der guckt auch heute gar nicht zu von Alba, der Ernährungsberater, oder? Also einmal Erdbeere, einmal Schokolade. Wir sitzen ja hier noch ein bisschen. Ist es so, dass du auch schon öfter mal welche mitbringen musstest oder wie verteilt sich das? Unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass wir da einen Spielzug für jemanden bestimmten haben, der dann über den Verlauf der Saison immer Donuts mitbringen muss. Also ich war auch schon ein paar Mal dabei. Okay, du warst auch schon ein paar Mal dabei. Wir wollen natürlich weiter über gesunde Ernährung beim Basketball und auch gesunde Lebensweise sprechen. Ich habe gelesen, dass du immer ein Mittagsschläfchen gerne machst und auch gerne vorm Spiel. Und eine Sache hat mich daran aber total gewundert, wird vielleicht auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wundern, das ist kein Powernap, sondern es dauert 90 Minuten. Mhm. Wie kommst du denn auf diese Zahl? Da ist man doch total geredert, oder nicht? Nee, 90 Minuten ist eine ganze Schlafphase, also quasi Tiefschlaf und REM-Schlaf. Und wenn man diese ganze Schlafphase eben durchmacht, dann ist man danach auch nicht, wacht man nicht mitten im Tiefschlaf auf und kommt gar nicht klar, sondern das ist wirklich sehr erholsam und gibt eben auch Energie fürs Spiel oder fürs Training. Aber ich muss es dann sozusagen schaffen, genau 90 Minuten zu schlafen? Man darf nicht wach liegen, ne? Weil dann... Genau, also entweder macht einen Powernap so von 20 bis 30 Minuten oder dann eben anderthalb Stunden, wo man wirklich diesen ganzen Schlafzyklus einmal durchmacht, die ganze Schlafphase und dann, ja, aber ich habe das mir mittlerweile auch schon antrainiert, also dadurch, dass ich sofort viele Spiele habe, naja, das klappt schon eigentlich in der Regel gut. Also dann haben wir gleich zwei gute Nachrichten für Sie. Einmal, Sie können Donuts essen, ist kein Problem. Man kann auch noch Basketball-Weltmeister danach werden. Und man kann 90-minütige Mittagsschläfchen machen, ohne gerädert aufzuwachen. 2,06 Meter bist du groß als Basketballer, natürlich perfekt. Aber die Ärzte, die hatten 2,15 Meter sogar prognostiziert. Dann habt ihr euch aber entschieden, das war in deiner Pubertät, einfach zu sagen Stopp. Genau, also ich war 13, 14 und war damals schon 2 Meter groß und der Arzt hat mir gesagt, ich wachse noch mal 15 Zentimeter und ich war damals schon immer das größte Kind quasi und das war dann wirklich für mich so eine Schocknachricht, Horrornachricht. Ich habe da noch gar kein Basketball gespielt, wie gesagt, noch beim Fußball gewesen und da auch noch Ambitionen gehabt. Von daher war das für mich war für mich echt eine schlechte Nachricht und da habe ich gesagt, nee, das will ich auf keinen Fall. Und dann haben wir es stoppen lassen und dann
ist quasi aus 2,15 Meter oder von 2 Meter bin ich dann auf 5 cm gewachsen oder 6 cm auf 2,6 Meter. Es gibt dann so Hormonblocker, die man einnehmen kann. Und das sozusagen, ich höre daraus, die Entscheidung ist dir da überhaupt nicht schwer gefallen? Nee, damals war es eine sehr leichte Entscheidung. Ich würde es aber jetzt, glaube ich, immer noch genauso machen. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Größe und von 2,6 Meter. Wir wollen das Ganze gerne mal unseren Zuschauern und Zuschauern zeigen, was das bedeutet, wie groß du wirklich bist. Wir stehen jetzt hier nebeneinander. Wir haben ein kleines Maßband vorbereitet. Würdest du das mal kurz halten? Klar. Und zwar, wenn du es genau gerade hinhältst, dann sehen wir da 2,6 Meter. Nur mal im Vergleich. Hier gibt es die Marke 104. So groß ist der größte Hund, eine Dogge. Okay, das ist schon sehr groß. Würde vielleicht gut zu dir passen. Für mich wäre fast schon ein bisschen groß. Ein 10-jähriges Kind ist 1,30 Meter. Die deutsche Durchschnittsfrau ist 1,68 Meter groß. Ich bin mit 1,69 Meter wesentlich größer als die deutsche Durchschnittsfrau. Und du bist eben 2,6 Meter. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Also so können sich das vielleicht mal hier vorstellen. Sehr beeindruckend. Komm, wir setzen uns wieder hin, dann musst du hier nicht das Maßband halten. Komm, wir gehen lieber auf die Couch, ist gemütlicher. Weil das ist ja gemein, hier den Gast die ganze Zeit so im Knien. Warte mal, ich leg das mal hier so ab. Nee, das fällt hin. Warte. Entschuldigung, ich versuche hier gerade das Studio noch mal nicht kaputt zu machen. So. Hattest du eigentlich bei diesen Wachstumsschüben, also wie kann man sich das vorstellen, wie schnell bist du gewachsen? Bist du dann in einem Jahr irgendwie 10 cm plötzlich gesprungen in der Pubertät? Ich glaube, das ging alles relativ kontinuierlich. Also ich war schon immer, glaube ich, ein relativ großes Kind. Und ich hatte jetzt keinen Sommer, wo ich 30 cm gewachsen bin, sondern es war immer konstant, ein Kopf größer und irgendwann halt 2 oder 3. Du hast eben gerade schon gesagt, du warst immer überall der Größte in der Klasse. War das nervig für dich? Hatte das auch mal Vorteile oder war das eher doof, weil alle dich immer auf die Größe angesprochen haben? Ja, damals habe ich es eher als Nachteil gesehen oder beziehungsweise als Negativpunkt, weil man irgendwie... Ich glaube, gerade in der Pubertät, man will sich eher verstecken, anstatt überall rauszustechen. Und man hat halt in jeder Menge rausgestochen und gefühlt, jeder hat dann angeguckt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann eben nicht noch größer werden wollte. Jetzt gucken Sie aus anderen Gründen. Basketball-Weltmeister, das ist natürlich ganz toll und da kann man die Größe gut gebrauchen. Ist das dann privat so, dass du alles irgendwie eine Nummer größer hast zu Hause? Größere Couch, größeres Bett? Ja, auf jeden Fall. Im Flugzeug zwei Sitze oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, im Flugzeug sitze ich immer am Notausgang, wenn es geht. Da ist dann immer ein bisschen mehr Platz für die Beine. Und zu Hause natürlich, also zum Glück eine Wohnung mit hohen Türen, hohen Decken. Und natürlich übergroßes Bett und auch eine sehr große Couch. Und wenn du so unterwegs bist, worauf musst du da achten? Also ich denke mal, wenn du in Urlaub fährst, dann kannst du jetzt ja nicht in so eine kleine, italienische Pension gehen, wo das Bett vielleicht gerade mal 1,90 lang ist. Ja, nee, die haben dann schon standardmäßig 2 Meter. Okay. Und es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also gerade auch sind ja auch viel unterwegs in Hotels. Und da ist es nicht ungewöhnlich, dass die Hotelbetten nur 2 Meter groß sind. Und dann ist es schon okay, wenn die Füße da so ein bisschen runterhängen. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Genau, dafür kannst du dann immer stolz sagen, hier, ich bin Basketballer, ich bin Weltmeister. Wenn Sie sich jetzt ärgern, als Sie gerade unser Maßband gesehen haben und sagen, irgendwie fehlt mir für die Basketballkarriere genau noch 40 Zentimeter, dann hätte ich es auch geschafft. Dann haben wir jetzt eine ganz tolle Idee. Es gibt nämlich das alles auch noch eine ganze Nummer kleiner. Wir haben nämlich den Erfinder vom Tischbasketball getroffen. Der Ball muss durch den Ring. Und dabei hat Patrick Rexhausen gegen die Freunde Matteo und Ole kaum eine Chance. Doch der Spaß und die Challenge stehen im Vordergrund. Es macht sehr Spaß, weil man übt viel. Und es ist genauso wie mit einem normalen Basketball. Dass es immer wieder eine neue Herausforderung ist, weil nicht so wirklich, der ist krass und der ist nicht so krass, deswegen gewinnt automatisch der, sondern dass auch mal der andere gewinnt, weil es immer darauf ankommt, wie gut man dann doch gefühlt doch den Tag jetzt hatte. Ole und Matteo spielen selbst im Verein und Familie Rexhausen ist überhaupt Basketball begeistert. Vater und Sohn gucken Spiele am Bildschirm. Das ist ein geiler Spieler, ein geiles oder gehen zu Alba in die Halle. Doch für schlechtes Wetter oder dunkle Winter gibt es bisher nur Minikörbe fürs Kinderzimmer. Patrick Rexhausen ist selbst verblüfft, lässt sich inspirieren von Kickern und dem Trinkerspiel am Biertresen. Bierpong. Weil ich bin ja ein Spielkind. Das heißt, ich liebe das zu spielen, ich liebe Bälle, ich liebe Basketball. Ja, also ich liebe den Lifestyle, die Schuhe, so die Mucke. Ja, dann hätte ich gern Magic Backboards, ja, also habe ich hier meinen Korb.
simpel ist es. Er kommt ursprünglich aus der Gastronomie und zeichnet 2018 mit Sohn Matteo die ersten Entwürfe. Nee, alles gut. So, und dann gibt ihnen einen besonderen Moment. Licht und Sound und Bewegung. Ja, und so war das mal gedacht. Ja. So, und heute steht es genauso da. Und im Endeffekt ging es nie um was, um Geschäft oder um irgendwas zu verkaufen. Es ging darum, um den Moment mit meinem Sohn. Gegen viele Widerstände, Lieferengpässe und fast im Alleingang bringt Patrick Rexhausen das Spiel als Hoopers auf den Markt, abgeleitet vom englischen Hoop für den Korb. Eine Firma in Hildesheim produziert seit letztem Jahr die Tischbasketballplatten. Ein paar hundert sind schon verkauft in unterschiedlichen Varianten. Er wirbt auf Social Media und nennt die Firma für seine Spielidee nach seinem Geburtsdatum und der Glückszahl 23 Games. Ich nehme einen Ball, ja, so, und ich werfe den in den Korb, Mann. Okay, genau so wie eben. Aber darum geht's und um dieses Gefühl. Okay, so um. Alter, ich hab getroffen! Wir dachten, vielleicht es dauert noch irgendwie 5 Jahre mehr. Und dann ist man halt schon fröhlich, wenn man dann so spielen kann, es Spaß macht, so ein bisschen schwer ist, dass man sich anstrengen muss und wirklich so das Spielgefühl hat. Ihnen war wichtig, dass die Ringe stabil und wie beim echten Spiel aus Metall sind. Auch an den Bällen haben sie lange gebastelt. Ein Spiel geht bei Ihnen bis 6 Punkte. Es gibt sogar 3-Punkte-Würfe und strenge Regeln. Der gefoult hat, der andere kriegt einen Freiwurf. Beim Freiwurf darf ich bis zur Hälfte maximal ran. Auch eine App hat Patrick Rexhausen dazu erfunden, die sich jeweils mit dem Spielfeld verbinden lässt. Sie haben große Ziele und erste internationale Spielehersteller haben schon angefragt. Es muss weltweit gehen, ich habe es ihm versprochen. Das ist unser Ziel. 3-mal hintereinander gegen Matteo zu gewinnen. Und dann geht der Ball halt mal in die Ecke vom Ring und geht wieder raus. Und dann denkt man sich so, Mann, ich muss weitermachen. Übt man weiter und dann trifft man halt auch. Und das macht einfach Spaß. Das normale Teamfeld kostet 423 Euro. Gerade hat Patrick Rexhausen bei Alba nach den Rechten fürs Logo angefragt. Sie möchten bald eine echte Berliner Spielvariante herausbringen, damit noch mehr Basketballfans Spaß auch mit den kleinen Bällen haben. Ja, wir wollen die Miniaturvariante hoppala jetzt gleich mal mit einem echten Profi ausprobieren. Also ich glaube, 90 Kilo können wir hier nicht ranhängen. Aber wir können versuchen zu werfen, damit Sie erstmal sehen, wie man richtig professionell so einen Ball versenkt. Da haben wir hier nochmal ein kleines Video von Johannes vorbereitet. So sieht das nämlich dann idealerweise aus. Zack, da war er drin. Also wir machen es heute ohne ranhängen, okay, würde ich sagen. Okay. Man, dribbeln soll man, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich auch nicht so gut, das ist ja schon weg, funktionieren. Wir fangen mal einfach an mit Werfen. Okay. Willst du gleich die 3 Punkte machen oder die 2? Ladies first. Also. Ladies first, okay. Gut. Ich versuche mal hier 3. Warte. Soll ja auch gut aussehen, ne? Nee. Danke. Okay, ich probiere es auch mal. Ja. Oh. Ach, guck. Die Nummer kleiner ist schwierig. Ist schwieriger. Einen habe ich ja schon... Jetzt aber irgendwie vorhin in der Probe hat das doch alles so toll geklappt. Oh Mann. Mach du nochmal. Okay. Guck mal, das ist selbst die Profis verzweifeln an dem Tischbasketball. So, jetzt der letzte Wurf, der muss es jetzt bei mir werden. Ich verzichte auf tolle Gesten, warte. Nee. Mhm. So. Oh. Hey Johannes, vielleicht geht das, wenn du dribbelst, wenn du andribbelst. Ja, vielleicht war das jetzt einfach der falsche Start, genau. Okay. Nee, hat nichts gebracht, leider. Auch mit dem Dribbeln. Mach noch einmal dribbeln, komm. Einmal sozusagen, wir stellen uns vor, es ist jetzt das letzte Spiel bei der WM. Der muss jetzt sitzen. Aber der hat ihn berührt, oder? War fast drin. Komm, das zählt jetzt einfach trotzdem. Wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, jetzt ist unsere Spielzeit schon abgelaufen. Lustig, ich kann Ihnen jetzt viel erzählen, aber in der Probe habe ich direkt getroffen. Ja. Glaubst du es mir? Das glaube ich. Passiert. Aber glaub ich glaub, tatsächlich. Es war mehr Glück als Verstand. Es gibt Gott sei Dank auch in deinem Leben noch ein zweites Standbein, falls es mit dem Tischbasketball nichts mehr wird. Hast du schon während Corona entschieden, ich mache noch mal ein Studium. Mhm. Wirtschaftspsychologie, das ist das, was du gemacht hast. Wie kam das? Wie bist du darauf gekommen, noch mal was ganz anderes zu machen? Ja, also mich hat das Thema Psychologie schon immer irgendwie fasziniert. Also gerade auch mit dem Aspekt über den Sport, wie man ja ein bisschen dieses mentale Spiel eben auch gewinnt. Und deswegen hatte ich sowieso vor, irgendwann vielleicht nochmal in diese Psychologie-Richtung was zu studieren. Und Corona war dann so dieser Moment, okay, auf einmal ist das ganze Basketball-Thema weg und man war so einen kurzen leeren Moment gehabt. Und dann war es für mich so, okay, wieso nicht jetzt eigentlich schon anfangen? Und dann habe ich mich dann für Wirtschaftspsychologie entschieden.
Weil ich glaube, mit Wirtschaft, der Wirtschaftsaspekt, der gibt nochmal so ein bisschen, ja. Der weitet das alles. Erweitert das alles ein bisschen, genau. Und ja, dann habe ich damit angefangen. Und in dem Studium ist ja auch ein Aspekt, eben, was du auch schon angesprochen hast, Stress, Leistungsdruck. War das für dich in der Karriere auch schon mal ein Thema oder hast du das eher bei anderen beobachtet? Natürlich. Also man hat ja schon irgendwie, ja, oder jetzt ein WM-Finale oder also die ganz großen Spiele. Man hat da schon einen großen Druck. Man muss performen oder man will performen. Und da ist eben ganz wichtig, dass man sich selbst nicht in die Quere kommt und eben verkopft. Und ich glaube, gerade am Anfang meiner Karriere oder in den frühen Jahren ist mir das doch häufiger passiert. Und deswegen wollte ich immer herausfinden, okay, wie kriege ich das hin, dass das nicht mehr passiert. Was hast du da für Tipps, vielleicht auch für Menschen, die selber im Alltag spüren, im Job, ich kämpfe da irgendwie mit Leistungsdruck in bestimmten Situationen? Ja, das auch alles nicht so ernst nehmen. Also auf der einen Seite natürlich, man will der Beste sein oder das beste Ich, das man sein kann. Aber man muss das Ganze auch ein bisschen lockerer sehen. Am Ende ist es dann nur Sport oder nur ein Beruf. Na klar, Leute sind darauf angewiesen. Aber im Großen und Ganzen kann man den Beruf auch wechseln. Man kann auch, ist auch okay, wenn man mal zwei Spiele nicht gut spielt. Also das alles ein bisschen lockerer sehen. Und ich glaube, je länger man das macht und umso mehr Erfahrung man kriegt, desto leichter fällt einem das auch. Vielleicht auch Tipps, die man dann mal der Fußballnationalmannschaft geben könnte. Aber gut, darüber wollen wir nicht sprechen. Wie schaffst du das, so Studium und den Sport unter einen Hut zu bekommen? Ist ja dann doch viel Pensum. Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich mache das Studium wirklich ganz nebenbei. Also das ist so, wenn es gerade gut reinpasst, mache ich was. Und wenn nicht, dann nicht. Also das macht das komplett online. Also ich habe da auch keine Deadlines für Prüfungen und so weiter. Also ich mache das wirklich ganz entspannt und schaue eben, dass ich, wenn ich Zeit habe, immer ein bisschen was mache. Das ist natürlich super. Du bist jetzt seit mehr als 6 Jahren schon in Berlin. Deine Karriere ist ja ganz steil gestartet. Bamberg, Ludwigsburg und dann Berlin. Wie wohl fühlst du dich hier? Du bist ja viel umgezogen vorher. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Also sonst wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht das 6. Jahr schon hier. Stadt gefällt mir sehr gut. Der Verein natürlich super. Also von daher freue ich mich, dass ich auch so lange hier bei einem Verein spielen kann. Hast du so Lieblingsorte, wenn du mal frei hast, wenn du nicht studierst, wenn du nicht spielst? Ich gehe richtig gerne in den Montbijou Park. Da habt ihr so ein kleines Café, wo ich eigentlich relativ häufig hingehe. Ja, aber natürlich auch gerne mal irgendwie Grunewald spazieren oder einfach ja, in die Natur ein bisschen rausgehen. Also gibt schon viele, viele coole Orte auch in Berlin. Wenn ich jetzt auf deine Karriere zugucke, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie schnell das alles gegangen ist, was für Erfolge du schon feiern konntest. Wie guckst du jetzt auf deine Berlin-Zeit zurück? Was war so das Prägendste für dich, was du hier gelernt hast? Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, die Philosophie, die Alba eben hat, diese Leichtigkeit, diesen Spielspaß und trotzdem ja, eben erfolgreich zu spielen, das ist sehr schön und ja, ich glaube, das ist so das, was ich am meisten mitgenommen habe aus der Zeit bis jetzt hier. Einfach diese Leichtigkeit und den Spaß. Und es ist ja wirklich interessant, dass du eigentlich mit 15 ne, zum Basketball gekommen bist. Relativ spät, könnte man vielleicht sagen, jetzt für den Profibereich. Und es gab einen Mann, den du begegnen musstest, damit du dann diese Karriere wahrscheinlich hinlegen konntest. Schubeiler. Hallo Johannes, oder JT, wie man dich ja jetzt nennt. Siehst, bei uns wird immer noch Basketball gespielt, hier am Emil in Spardorf. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, auch wegen euch oder wegen dir, weil ihr so wunderbar Weltmeister geworden seid. Wir haben das natürlich alle verfolgt, sind so froh, dass du so erfolgreich bist. Und so glücklich, glauben wir auch. Und wir sind natürlich auch stolz auf dich. Ich vielleicht ganz besonders. Was für einen Weg du hingelegt hast, vielleicht mit einem kleinen Stups von uns. Mach weiter so, wir verfolgen dich und komm irgendwann mal wieder vorbei. Ciao. Ach, schön. Das ist die Einladung, oder? Das war dein Sportlehrer, Ralf Abend. Ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Also es freut mich sehr, dass er hier gerade zu mir gesprochen hat. Sehr cool. Ja, das war natürlich eine kleine Überraschung von uns, wo wir dachten, der Mann muss auf jeden Fall auch bei uns in der Sendung sein. Wie wichtig war diese Begegnung für dich, dass da vielleicht auch jemand gesagt hat, Mensch, guck mal, du kannst doch auch nicht nur Fußball spielen. Ja, war super wichtig. Also sonst wäre ich, glaube ich, nicht zum Basketball gekommen. Also er hat mich da einfach mehr oder weniger fast schon gezwungen, da im Schulteam mitzuspielen. Und ich glaube, bin ich sehr dankbar dafür, dass
ja, dass ich so zum Basketball gekommen bin. Und ich glaube, sonst wäre das alles nicht so passiert. Ja, da kann man mal sehen, wie wichtig Lehrerinnen und Lehrer dann doch für unsere Kinder sind, gerade eben sie auch zu ermutigen, dann ihre Träume zu leben. Es gibt noch eine andere ganz wichtige Säule in deinem Leben. Das ist deine Ehefrau Marie. Mhm. Ihr seid seit mehr als 10 Jahren zusammen, mhm, jetzt auch schon verheiratet. Sie arbeitet natürlich auch und hat sich extra Urlaub genommen für die WM. Ist sie jetzt dein größter Fan, dein schärfster Kritiker? Wie würdest du sie beschreiben? Ja, ein bisschen was von beidem. Nee, also natürlich ist sie mein größter Fan und vor allem meine größte Unterstützerin. Ich glaube, ohne sie wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Sie hält mir einfach immer den Rücken frei, auch wenn ich, ja, wenn mich der Basketballalltag mal stresst, dann, mhm, kann ich bei ihr gut abschalten. Ja, und es ist auch mal wichtig, so ein bisschen Distanz zum Sport zu schaffen und abschalten zu können. Ich glaube, ist auch ganz wichtig. Und da ist sie ein großer Teil davon. Und ja, bin ich sehr dankbar, dass sie da mich so immer so unterstützt. Und ja, auch toll, dass ihr das gemeinsam erleben konntet. Die WM in Japan, auf den Philippinen, ja, und Indonesien fand ja statt. Hattet ihr dann auch Zeit, dort ein bisschen was euch anzugucken? Oder warst du komplett im Tunnel? Angucken nicht wirklich. Ich glaube, sie hat sich ein paar Sachen angeschaut. Mhm. Ich wollte jetzt aber auch einfach kein Sightseeing machen oder sowas. Bei mir war Fokus natürlich auf den Spielen. Aber trotzdem, man hat einmal trainiert am Tag und hatte dann trotzdem auch neben natürlich ein paar Meetings, mal Freizeit, wo man eben auch immer an den Strand gehen konnte. Das ist, glaube ich, ein Bild von der Weltmeisterschaft. Genau, wo genau ist das? Auf Okinawa. An so einem Strand, ich glaube Moon Beach, war sehr cool, dass man eine WM spielt an so einem traumhaften Ort. Und ja, da konnte ich die Zeit auch gut genießen und zwischendurch auch immer Zeit mit ihr verbringen. Und ihr seid sowieso ein reisefreudiges Paar. Es gibt immer einen Monat im Jahr, wo ihr reisen könnt. Das ist der, genau, Juli. Das ist natürlich der perfekte Reisemonat, weil da wird bei euch nicht gespielt und dann, ja, geht's los. In diesem Jahr wart ihr in Italien unterwegs. Genau. Stimmt das? Und, ja, habt ihr schon ein Ziel fürs nächste Jahr? Also ihr könntet ja jetzt schon planen. Ja, aber da musst du meine Frau fragen. Sie ist sozusagen die Planungsbeauftragte? Sie will natürlich auch, dass ich mich da immer, ja, mit einbeziehe. aber ich bin da sehr entspannt und bis jetzt hat sie immer gute Urlaube gefunden. Ich kann das sehr verstehen, dass man sagt, mach doch auch mal was. Bei uns ist es allerdings andersrum. Mein Mann plant immer die Reisen. Was war die schönste Reise, die deine Frau geplant hat? Oder wo hat es dir am besten gefallen? Es ist ganz schwer zu sagen. Also unser Honeymoon war auf den Seychellen. Da waren wir in 3 verschiedenen Hotels und das war sehr, sehr schön. Also da hat es mir unglaublich gut gefallen. Aber jetzt auch der letzte Sommer waren wir, in Italien, aber auch an der Atlantikküste in Frankreich für ein paar Tage. Und da fand ich es auch sehr, sehr schön. Es sind natürlich jetzt Orte, wo eigentlich immer die Sonne scheint und wo immer das Meer vor der Tür ist. Wir haben hier in Brandenburg natürlich auch tolle Sehenswürdigkeiten. Habt ihr auch mal Zeit, so ein bisschen euch Brandenburg anzugucken für so einen Wochenendtrip? Wart ihr schon mal hier unterwegs? Tatsächlich wollten wir das schon öfter mal machen, aber irgendwie haben wir es nie richtig hinbekommen. Wie kommst du runter nach so einem aufregenden Spiel? Hast du irgendwie auch so Methoden, wie du dann auch wirklich abschalten kannst? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man von so einem Spiel rausgeht, ist man ja total aufgekratzt. Ja, das stimmt natürlich. Es hängt natürlich auch immer vom Spiel ab, wie aufgedreht man ist. Aber ja, ich versuche einfach, wie gesagt, mit meiner Frau dann Zeit zu verbringen, entspannt was zu essen, mich dann gar nicht mehr so viel mit dem Spiel zu beschäftigen, egal ob es gut oder schlecht war, sondern es einfach hinter mir zu lassen, vielleicht noch eine Serie gucken, was lesen und möglichst entspannt dann versuchen zu schlafen. Und das nicht wieder zur Kopfsache werden zu lassen. Genau. Wir haben ja eben so ein bisschen über mentales Training, ja, über Leistungsdruck gesprochen. Jetzt ist der Oktober vorbei, heute ist der 31. Morgen beginnt ein neuer, frischer Monat. Wie sieht dein November aus? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kenne den Spielplan nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir wieder sehr viele Spiele haben werden in der Bundesliga und in der Euroleague. Also von daher ähnlich wie der letzte Monat, würde ich sagen. Morgen geht es ja erstmal nach Valencia, ne? Da, genau, ist sozusagen auch Aufregung angesagt. Habt ihr dann irgendwann, wann ist bei euch die Pause? Also gibt es da irgendwann Weihnachten rum Break oder bis wann spielt? Leider nicht. Das ist auch das ist die eine Sache, die mich wirklich aufregt an meinem Beruf, dass über Weihnachten immer gespielt wird. Falls die Alba-Geschäftsleitung jetzt gerade zuhört, dann BBL-Geschäftsleitung könnte man ja vielleicht mal ändern. Genau, genau. Nee, aber ansonsten gibt es leider nicht so viele Pausen in der Saison. Es gibt diese Nazio-Fenster, wo quasi diese Qualifikationsspiele für Weltmeisterschaft und Europa und Europameisterschaft sind.
Das ging die letzten Jahre immer nicht, weil J-League da immer so ein bisschen terminlich schwierig war. Aber sonst würde man da natürlich auch spielen und dadurch geht dann auch wieder ein bisschen Pause flöten. Also von daher ist müssen wir auf Juli warten. Genau, müssen wir auf Juli. Aber wenn wir jetzt mal weiter gucken, also man kann sich ja fragen, was will denn ein Weltmeister überhaupt noch erreichen? Im nächsten Jahr steht was anderes, Neues, ganz Großes an bei dir. Olympia ist wahrscheinlich dann wieder. Auf jeden Fall. Also Olympia, das ist. Auch ein Thema, ne? Genau, also einmal war ich schon da, haben es leider nicht geschafft, um die oberen Plätze mitzuspielen. Und ich hoffe, dass wir das diesen Sommer hinkriegen. Und Prognose? Mit welcher Medaille können wir? Wir sind ja jetzt erfolgsverwöhnt als Basketballland. Ja, aber Prognosen sind immer schwierig. Müssen erstmal alle gesund bleiben. Es müssen alle Bock haben zu kommen. Und ist immer schwierig zu sagen. Aber natürlich kann man schon Medaillenhoffnung haben nach den letzten zwei Sommern. Okay, wunderbar. Wir wollen natürlich gar keinen Druck machen. Wir sagen erstmal herzlichen Dank, Johannes Thiemann, dass du heute bei uns warst. Und drücken natürlich dann die Daumen für die nächsten Spiele. Erstmal für die Alba-Saison. Das muss natürlich auch erstmal alles noch in trockenen Tüchern sein. Und dann für Olympia. Vielen herzlichen Dank.